Hallo Bastler, die letzte Probefahrt war ja nun nicht so berauschend, aber den Fehler habe ich gefunden. Das lag an diesem Getriebe. Da war hier diese Achse locker. Die ist inzwischen allerdings wieder fest. Aber nun habe ich das ganze Fahrzeug umgebaut. Es ist ja wieder Nissan Qashqai. Tankt Benzin, fährt aber elektrisch. Der Viertakter hier treibt diesen Generator an und nun drehen wir die ganze Sache um. Das ist der Generator. Und hier hinten ist jetzt das Getriebe, ein anderes Getriebe mit einem Elektromotor und geht hier auf das Differential. Dann haben wir hier noch einen Umschalter für vorwärts, rückwärts. Das lässt sich elektrisch natürlich alles schnell machen denn. Also ich habe jetzt dieses Reibradgetriebe rausgenommen und dafür das eingebaut. Und nun soll das laufen. So, dann machen wir noch mal eben eine Probefahrt, aber wir müssen noch mal eben tanken. Ihr habt ja nun gesehen, Schlauch abgeflogen, da habe ich aber auch schon neun bestellt. Und für heute war es das erstmal.